Die Zukunftschancen des Portals sehen wir als junges Unternehmen aus Dresden vor allen Dingen darin, dass wir auch in Zukunft auf eine breite Fülle hochqualifizierter Fachkräfte aus dem IT-Sektor zurückgreifen können, dass Leute an die Region gebunden werden, die Fachkräfte am Ende hier bleiben und damit dann am Ende auch der IT-Standort Sachsen entsprechend gestärkt wird. Wie bewerten Sie denn den Konkurrenzgedanken? Wird sich dort irgendetwas verändern im Umgang mit Bewerbern, mit Führungskräften, mit Kandidaten? Letzten Endes ist es ja so, dass jedes Unternehmen allein dafür verantwortlich ist, ein entsprechendes Profil dem Bewerber gegenüber zu präsentieren, sich attraktiv zu machen für den Bewerber. Am Ende ist es der Bewerber, der entscheidet, zu welchem Unternehmen er geht, welches Unternehmen am besten zu ihm passt. Und das Portal stellt an dieser Stelle diesen Konkurrenzgedanken in besonderer Weise. Jeder braucht hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Bereich in den Hintergrund. Es ist frei nach dem Motto, lieber gemeinsam als gegeneinander. Der IT-Fachmann, die IT-Fachfrau sind begehrt und rar gesät.